Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, eine Woche lang kam nichts, weil ich ein Problem mit meiner Festplatte hatte. Eigentlich sollten jeden Tag Videos kommen, aber das hat nicht so wirklich funktioniert. Das heißt, hier ist leider schon ein bisschen was passiert, weil ich eine Woche schon voraus aufnehmen wollte, beziehungsweise getan habe, aber dann irgendwie die Dateien nicht aufgetaucht sind. Ja, also muss ich euch kurz erklären, was ist passiert. Also wir haben in den letzten Folgen nochmal Zähne gesammelt und da waren die letzten drei Stück noch hier im Teich drinne. Das heißt, wir haben die Zähne jetzt komplett und wir haben die Wespenkönigin habe ich gemacht und sonst ist, glaube ich, noch nicht viel passiert. Ja doch, schwarze Ameisenbau war ich und habe die noch gefüttert. Also deswegen haben wir hier so ein Viech hier hier drin stecken. Na gut, ist leider ein bisschen blöd. Hätte ich euch gerne gezeigt, die paar Sachen. Die Mixer sind auch gemacht, aber da hatte ich ja von vornherein gesagt, die werden wir offscreen machen, damit es nicht nochmal Mixer und schon wieder Mixer. So, das heißt, wir sind in Richtung Vergrößerungscocktail. Sprich Javamatic. Aber bevor wir das machen, haben wir noch ein paar Vorbereitungen. Das heißt, wir bräuchten noch ein paar Scabs, die wir noch suchen müssen. Ich glaube, 55 sind es aktuell, die es gibt. Und wir haben gerade 43. Das heißt, 12 Stück fehlen uns noch. Die werden wir im Laufe der Zeit noch suchen. Ansonsten fehlen uns noch ein paar Mappen, glaube ich. Hier haben wir alles komplett. Ja, was heißt alles komplett? Oh, ich habe die schwarze. Die habe ich nicht gepiept. Die müsste ich nochmal piepen. Und hier ist ja noch die infizierte. Und dann wären die auch alle komplett. So, hier fehlen uns noch zwei Kassetten. Die müssten rein theoretisch, wenn ich es richtig gesehen habe, noch am Sandkasten bzw. beim Müllhaufen liegen. Und hier unten fehlen uns noch zwei Mappen. Das könnte die bei der Wespenkönigin sein in der Forschungsstation. Und das müsste der Remixer sein. Das heißt, dann hätten wir das auch komplett. Ansonsten hier alles komplett, hier alles komplett, hier alles komplett. Und hier fehlt uns nur noch ein Ort und das ist der Remixer, den müssen wir erst öffnen. Das heißt, wir werden heute, ich glaube, erstmal schlafen gehen. Ja, wir haben 19 Uhr. Wir gehen erstmal schlafen und dann gehen wir mal in die Müllzone und gucken, ob wir da zwei Kassetten finden. Und eventuell, vielleicht oder wie auch immer, den ein oder anderen Scab. Das kriegen wir ja schön angezeigt. Und da hoffen wir, dass wir den vielleicht auch noch gleich kriegen. Wäre halt schön, wenn wir alle komplett kriegen. Ansonsten wären wir soweit, dass wir die nächsten Tage Verteidigungsanlagen aufbauen, oben beim Javamatic. Und dann geht es schon in Richtung Endgame. Und dann startet auch bald die erste Dimension. Ich freue mich schon richtig drauf, weil Dimension ist wieder was ganz anderes. Neue Waffen, Punkte en masse, krassere Tiere. Baufliege. Das heißt, das könnte noch alles richtig interessant werden. Und ja, erwähnen wir es mal, damit ihr es nicht verpasst. Denkt dran, Abo dalassen, Glocke aktivieren. Und ja, dann könnt ihr das alles immer pünktlich mitverfolgen. So, ich denke, im Laufe der nächsten Woche werden dann auch wieder die ersten Livestreams kommen. Da muss ich aber erst nochmal Rücksprache mit meinem Team halten. Und es stehen auch noch ganz andere Projekte momentan auf dem Plan, die auch noch folgen werden. So, ich überlege gerade, wenn wir doch eh schon zur Müllzone gehen, könnten wir auch schnell unten in den Ameisenbau reinrennen und die noch piepen, dann wäre das auch erledigt. Sollte man alles irgendwie hinkriegen. Ich hoffe nur, dass die Folge reicht. Jetzt muss ich erstmal klarkommen, eine ganze Woche kein Grounded gespielt. Jetzt müssen wir erstmal wieder klarkommen hier drinne. Sünde. So. Ja, und wie gesagt, es sollten eigentlich Videos kommen jeden Tag, nur da ist ein bisschen was schief gelaufen. Ich habe aufgenommen, aufgenommen, aufgenommen und nachdem ich einige Stunden aufgenommen habe, habe ich festgestellt, dass die Daten nicht da waren. So, hier wird mir schon ein Scab angezeigt. Ist nur die Frage, wo? Wo ist hier ein Scab? Hier geht er wieder weg. Hier taucht er wieder ein bisschen auf. Hier wird er stärker. Ah, ja, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Der könnte da unten drin sein. Ja, gehen wir mal kurz da rein.
Ach, warte mal, Mutation. Haben wir die Gift-Dingens-Gedöns an? Mache die weg und mache die mal an. Und hauen mal kurz die Wolfsspinne zu Brei. So. Ja. Ja. Ich sag ja, ich muss erstmal wieder hier voll reinkommen. Dann brauchen wir Licht. Ein bisschen Licht. Ey, sag mal, wie viel kommen denn noch von euch? Habt ihr sie noch alle? Haut doch alle mal ab und lasst mich doch einfach mal in Ruhe. So, hier ist schon mal kein Skep. Ah, ich kann mir gut vorstellen, dass der Skep da in dem Loch drin war. Also, sprich hier. Hm. Ja, wir werden mal grob gucken. Wenn ich ihn nett finde, werden wir das im Nachgang auch nochmal machen. Fliegen müssen weg, ganz wichtig. Gehen wir mal rein und gucken mal, was wir hier so finden. Also er wird mir hier angezeigt. Zwar noch schwach, aber er ist schon hier. Ach, ich glaube, ich weiß wo. Da ist er doch schon. Okay, dann können wir hier wieder raus. Skep haben wir. Eieiei. Geht ja schon gut los. So, und dann hatte ich gesagt, es werden bald wieder ganz, ganz viele neue Projekte starten. Und zwar im September würde ich Satisfactory nochmal in Angriff nehmen. Weil da kommt die Final Version raus. Und ich fand das Spiel eigentlich richtig cool. Und anscheinend ein großer Teil von euch hat es auch gerne geschaut. Zumindest waren auf den alten Folgen sehr, sehr viele Klicks. Damit gehe ich halt davon aus, dass ihr das auch schauen wolltet oder schauen möchtet. Ja, das heißt im September. Ich glaube, September war das. Geht es dann mit Satisfactory noch los nebenher? Grounded wird weiterlaufen, klar. Ich hatte ja gesagt, das wird. Da werden wir noch einige Stunden hier drin. Oh, das sind wir doch gerade mit. Noch hier drinnen verbringen. Dann geht's vor November kommt auf jeden Fall nochmal Landwirtschaftssimulator ein Projekt von uns dran. Da sind wir gerade am Plan für ein schönes Multiplayer-Projekt, was recht lustig werden könnte. Denn, wer es noch nicht gehört oder gesehen hat, im November kommt das neue Landwirtschaftssimulator raus. Und das würden wir natürlich auch mal anspielen und anschauen. So, und dann warten wir ja noch auf so ein paar Spielereien wie Aloft. Das hatten wir ja auch schon angespielt, zumindest die Demo. Haut doch ab. Ja, also es stehen einige Spiele auf dem Plan, die noch kommen werden, kommen sollten. So. Und dann ist noch in Planung, ich glaube Ende August. Ich müsste nochmal nachgucken. Ah, da wird es ein paar Specials geben. Da im August mein Kanal 5 Jahre alt ist. Und da dachte ich, mache ich ein kleines Jubiläums-Special so in der Art. Wäre vielleicht für euch ganz cool. Müssen wir mal gucken. Kriegen wir aber irgendwas hin. Ansonsten, wie ich gerade schon gesagt hatte, Streams werden eventuell ab nächste Woche wieder laufen. Höchstwahrscheinlich werde ich alleine streamen. Da wird wahrscheinlich Jesse und Gerd nicht dabei sein, weil beide gerade so ein bisschen verhindert sind. Aber ja, das kriegen wir auch hin. Ich kriege das Chaos auch alleine hin. So, also erstmal zur Müllzone und mal gucken, ob wir die fehlenden Mappen noch finden. Nee, keine Mappen, Kassetten. Müllzone waren Kassetten. Wäre ganz cool, wenn wir die 100% voll kriegen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Weil wir haben ja noch mehrere Dimensionen, wo wir noch die Möglichkeit haben,
die 100% abzuschließen. So, und dann zum Thema Bauen bin ich immer noch nicht ganz 100 pro für die Orte, die mir... Oh, sammeln sie hier auch wieder. Die wir da rausgesucht hatten. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Aber ich werde mir da noch was überlegen, weil ich denke, wir sollten schon darauf achten, dass es einen ordentlichen... ja, eine ordentliche Anbindung für... Mal gucken, ob hier noch was drin liegt. Eine ordentliche Anbindung für Seilbahnen und allen dann haben. Und das ist halt blöd, wenn wir das in irgendeiner Ecke machen, wo man so schon gar nicht richtig hin und her kann. Ja, müssen wir gucken. Kriegen wir aber auch was hin. Das Optimalste ist halt immer die Eiche, weil das ist halt der zentrale Punkt, sag ich mal, wovon man überall hinkommt. Wobei ich auch wieder sagen muss, bei der Eiche haben wir schon 1000 Mal gebaut. Ich würde schon ganz gern mal woanders was bauen. Da müssen wir mal gucken. Kriegen wir auch was. So, dann laufen wir das erstmal ab. Jetzt muss ich mal gucken. Hier müsste eigentlich ein Skep gewesen sein. Aber ist nicht. Nicht Skep, Kassette. Die haben wir wohl schon. Habe ich keine Maske dabei. Das heißt, wir müssen schnell den Kram kleinkloppen. Damit das der Gestank weg ist. Heilung haben wir ja dabei. Ja, also normalerweise müsste hier eine Kassette sein, aber die habe ich wohl gefunden. Dann habe ich wahrscheinlich mir eine aufgeschrieben, die ich schon habe. Auch doof. Sehr doof. Na gut, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Ach, verrottet ist das, nehmen wir nicht mit. Dann. Ich habe keine Gasmaske dabei, das ist doch doof. Also zumindest hier bei irgendeiner Dose müsste noch was liegen. Bei der hier ist es schon nicht. Ja, wir müssen jetzt Gift loswerden irgendwie. Ach Mann, da geht man zum Sandkasten und vergisst. Ey, guck mal, das haut voll rein. Hatten wir nicht irgendeine Mutation, die Giftschaden reduziert? Oder warte mal, ich hatte doch irgendwas noch mit Gift. Ja, wir brauchen aber kein Gift, wir brauchen Gas. Gas, Gas, Gas. War das nicht hier mit drin? Gasresistenz. Oder? Auf geht's. Macht vielleicht ein bisschen was aus. So, jetzt müssen wir die Dosen abgucken. Hier könnte es nämlich sein, dass hier eine Kassette liegt. Gleich kleinkloppen den Kram. Das sieht schon besser aus. Haut nicht mehr ganz so rein. Ich guck mir jetzt genau alle Dosen an. Mal mit den Grab weg. Und immer schön umgucken. Also bei der Dose ist auch nichts. Gucken wir mal kurz rein. Na, sieht eigentlich... Es könnte die nächste sein. Könnte. Muss aber nicht. Ist die offen? Ach, die ist verkehrt rum. Thank you.
So. Gucken wir mal bei der hier. Da könnte was gewesen sein. Guckte mal an. Practical Technologies, Dr. Wendell Tolley, Science Division, Log 88.06.23a. Finally, my genius is recognized. My Omnit Minders have requested a demonstration of the spacer. I do wonder how they even found out about it. No doubt it was the loose lips of that blabbing Klein. Ja, die Mappen und Kassetten zu finden ist nicht so einfach, muss ich echt so sagen. Das ist stellenweise ganz schön nervig. Aber die brauchen wir, wenn wir die 100% haben wollen. Und die kriegt man halt auch nicht angezeigt. Ne? Das ist ja nicht so wie die Skeps. Dass dann irgendwas aufblendet, da muss man sich schon gut umgucken. So, und wenn wir schon hier sind, können wir uns auch gerade noch umschauen. Ja, wir müssen mal ein bisschen genauer gucken, ob hier irgendwo eine Kassette irgendwas liegt. Aber wenn ich richtig geschaut habe, fehlen mir zwei Stück hier aus dem Sandkasten. Ach, Sandkasten hier aus dem, ja, Müllhaufen. Ist halt echt doof, dass man sie nicht angezeigt kriegt. Aber gut. Müssen wir durch? Ihr müsst es genauso suchen, warum ich nicht auch. So. Jeden Winkel abgucken. Jeden Winkel nachgucken. Überall gucken, gucken, gucken. Weil die blöden Kassetten können echt überall liegen. Also ich glaube, hier drinnen ist nichts mehr so weit. Nehmen wir die noch mit. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, und ich hatte mir eigentlich notiert, dass eine Kassette an so einer, wie heißen die Dinger, Brownie-Boxen? Ach, keine Ahnung. Ja, hoch müssen wir nicht, oben ist nichts für uns. Aber ich hatte notiert, dass die Kassette hinter so einer schräg liegenden Schale liegt. Deswegen hatten wir ja hier geguckt gehabt. Die anlehnt an einem Müllhaufen oder an einem Müllsack. Jetzt ist nur die Frage. Ach, guck mal. Wie blöd ist das denn? Ich weiß, ihr hättet es in den Kommentaren wieder geschrieben. Du bist da fünfmal dran vorbei. Okay, das heißt, hier sind wir im Müllgelände eigentlich soweit durch. Jetzt müssen wir mal gucken. Daten komplett. Und dann müssen wir jetzt nochmal zu den Wespen. Und dann haben wir noch den Remixer. Ja, wie gesagt, dann sind es noch Skeps, die wir finden müssen. Das sind, glaube ich, noch 12 Stück, die fehlen. Aber die kriegt man wenigstens angezeigt hin und wieder. Das ist jetzt schon auf manche Wege, die ich gelaufen bin. Wenn ich es angezeigt kriege, gucke ich auch immer gleich, wo sie sind. Ich
Geh mal davon aus, in der Hecke wird auch noch der eine oder andere Skep liegen. But I have no doubt that a demonstration of this device will show you a vision of the future. Of ominous future. Of our future. Und dann haben wir noch ein ganz großes Problem, das nennt sich Mutterspinne. Infizierte Mutterspinne. Warum großes Problem? Weil ich nach 5 Millionen Pilzstücken, die ich klein gekloppt habe, immer noch kein Amulett rausbekommen habe. Hier sind Punkte, die brauchen wir nicht. Das heißt aber, wir gehen, wenn wir jetzt eh schon in die Richtung laufen, hier die Gräben nochmal grob ab und kloppen alles klein, was wir finden können. In der Hoffnung, dass wir das Amulett kriegen. Weil ja, ich habe schon Backup, also sprich, wir könnten mit einem anderen Amulett arbeiten. Aber es ist halt am einfachsten mit dem Explosionsschutz, ne? Warum sollte man sich schwerer machen, wenn es auch einfach geht? Aber hier sieht es bis jetzt schlecht aus. Ich weiß auch nicht, wie viele tausend Dinge ich schon klein gekloppt habe wieder. Das erinnert mich so an die letzte Staffel, die wir gespielt haben. Wo ich es bis zum Ende auch nicht bekommen habe. Hier liegt auch wieder nichts. Ich bin letztens alles abgelaufen. Wirklich alles. Also. So, da unten bei der infizierten Spinne habe ich alles klein gekloppt, in der Hoffnung, dass man mal was bekommt. Aber nö. Es taucht nicht auf. Ach, wir wollten sogar bei der Ameise noch rein. Sie ist auch wieder nett gemacht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was wollt ihr denn? Und Federn habe ich mittlerweile auch einen ganzen Haufen, ey. Irgendwann mal dieses blöde Amulett droppen. Ja, wie gesagt, wenn es halt nett ist, wir werden jetzt keine 5000 Folgen machen, wie wir Amulett suchen, dann ist es leider so. Dann muss ich andere Mittel finden. Und es wäre dann auch die Chance, mit der Infizierten wieder mal ein bisschen rumzuspielen und neue Methoden auszuprobieren. Und ich muss nochmal in der Amulettkiste gucken. Nicht, dass ich es versehentlich doch schon hatte und irgendwie mit weggeräumt habe. Das wäre ja dann das Super-GAU. Da gehen wir auch nochmal rein. Wieder nichts. Und dann kommen wir jetzt gleich Richtung Heimat.
Wir haben's. Wir haben's Pilzamulett. Ja, geil. Richtig geil. Okay, wir haben das Pilzamulett. Wie geil ist das denn? Dann können wir jetzt erstmal heim. Machen wir Inventar leer. Und Pilzsiegel muss ich wieder anwerfen. Ganz wichtig. Vielleicht nochmal zweiten oder dritten Ofen bauen. Wobei ich würde mir das ganze Bauen in der Base nochmal sparen. Weil ab der nächsten Dimension haben wir die Baufliege freigeschaltet. Und da können wir ja dann anfangen, unsere richtige große Base zu bauen. Und da ist es dann doof, wenn ich 100 Öfen von A nach B schleppen muss. Deswegen, ich glaube, es ist besser, mit dem zu arbeiten, was wir jetzt haben. Und dann passt die ganze Geschichte. Ja, und wegen den Seilbahnen. Da habe ich mir halt überlegt, es ist am einfachsten wirklich von der Eiche her. Das heißt, da werden wir vielleicht ab einer bestimmten Höhe einfach mal rundherum bauen, dass wir ein Seilbahngedöns haben, ne? Aber letztendlich, die Base muss ja nicht bei den Seilbahnen sein. Das heißt, rein theoretisch, wenn wir die da oben auf den Kasten drauf bauen, könnten wir halt eine Seilbahn zu unseren Seilbahnen spannen, von wo aus wir dann überall hinkommen. Würde auch gehen. Also wir müssen mal gucken. Ganzen Haufen Müll. Ja, ja, alles weg. Weg, weg. Das ist Müll. Das ist Müll. Und wir haben unser Amulett. Guck mal, wie geil. Wir haben's Amulett. Ja, dann wird die Geschichte doch schon mal ein bisschen besser. Weil wir hätten die Möglichkeit, mit dem zu bearbeiten. Das ist Explosionsresistenz. Oder wir gehen mit dem finalen Clipper. Der ist auch nicht schlecht bei der infizierten Brutmutter. Kriegen wir hin. So, und dann war ich schon dabei, ein bisschen Waffen herzustellen. Ich glaube, das war die. Ja, genau. Die muss aber noch eine Stufe hochgeballert werden. Da müssen wir gerade mal reingucken. Was fehlt uns denn da noch? 10 Minzjuwelen. Oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Wir können gar keinen, weil uns fehlen die Schleifsteine. Wie viele Schleifsteine könnte ich denn eventuell noch herstellen? Ja. Machen wir 10 Minzjuwelen. Sehr schön. Und wir haben noch 10 Stück übrig. Das heißt, da können wir dann noch eine Waffe machen. Jetzt muss ich nur mal gucken. Den brauchen wir nicht unbedingt. Ja doch, der wäre für später für den Schmektor in der nächsten Dimension ganz praktisch. Wenn der auf 9 wäre. Ansonsten den Minzstab. Fehlen 10 mächtige Juwelen. Was war's hier? 15 saure. 15 saure. Ja gut, aber das kriegen wir hin. Das sollten wir hinbekommen. Wieder alles wegsortiert. Und machen wir hier unseren Säbel auch weg. Jo, und dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett. Lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann werden wir morgen mal in Richtung Wespen gehen. Dass wir da noch die Mappe rausbekommen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir noch die Skeps zusammenkriegen. Und dann geht's schon ans Vorbereiten Javamatic. Also, bis denn und tschüss.